Wir haben nationale und internationale Partner. Eine wirtschaftliche Partnerschaft bedeutet natürlich, dass es ein Unternehmen gibt, das das Projekt kofinanziert, und in unserem Fall ist das Strabag. Aber wir arbeiten auch mit anderen österreichischen Partnern, wie zum Beispiel Berufsförderungsinstitut Burgenland, L&A Social Research und das Ministerium für Arbeit und Konsumentenschutz aus Österreich. In der Republik Moldau arbeiten wir mit der Gewerkschaft im Baubereich, mit dem Dachverband im Baubereich und sehr wichtig mit einem Kolleg im Baubereich. Das war am Ende des Projektes ein Kolleg, und in jetzt ist es ein Center of Excellence in Construction geworden. Das sind ein paar Zahlen über die Finanzierung, wie Sie sehen. Das ist, sind fast 500.000 Euro von der österreichischen Australian Development Cooperation, und das gleiche bekommen wir kofinanziert von Strabag und eigene Ressourcen des Projektpartner. Unser Ziel im Projekt ist ein Vocational Center, ein Berufsbildungszentrum für Bauindustrie zu etablieren. Und das ist, das muss man betonen, das ist für Erwachsenenbildung. Wir haben zwei wichtige auch Richtlinien im Projekt. Wir arbeiten, einerseits haben wir so ein Networking von Unternehmen. Wir haben in der Republik Moldau, in unserem Projekt haben sich 30 Unternehmen beteiligt. Vielleicht ist das eine kleine Zahl, aber nicht für die Republik Moldau, weil das Land halt auch sehr klein ist. Und diese 30 Unternehmen sind meistens auch die größeren Bauunternehmen. Und auf der anderen Seite arbeiten wir auch mit dem moldauischen AMS, Arbeitsmarkt Service, die auch eine Database haben, wo sie wissen zum Beispiel, dass es Leute sind, die im Baubereich gearbeitet haben und sie wurden gekündigt. Und dann dürfen diese Erwachsenen zu uns kommen, ein Zertifikat bekommen, und dann haben sie ein Sprungbrett und bessere Karrierechancen. Also die Zielgruppe sind junge und ältere Arbeiter, die eine Zertifizierung brauchen, um zu arbeiten. Wir haben unterschiedliche Alter. In unseren Trainings haben wir von 18 bis 62 Jahre die Teilnehmer. Und wir haben in unserem Projekt auch den sozialen Aspekt. In diesem Zusammenhang arbeiten wir zusammen mit einem NGO, Concordia. Das ist das größte NGO, das soziale Dienstleistungen anbietet. Und wir arbeiten im Bereich Berufsorientierung und Jobcoaching. Für die Koordination des Projektes haben wir in Moldau eine NGO gegründet, die Calidus, die heißt Calidus, damit wir auch das Projekt besser koordinieren können und auch legal arbeiten können, weil wir kaufen sehr viel an Materialien, wir zahlen auch Löhne an die Mitarbeiter des Zentrums, und das soll alles irgendwie funktionieren, und ohne eine Institution hätten wir das nicht machen können. Die Lehrer, die im Ausbildungszentrum arbeiten, haben alle ein Trainer-Programm absolviert. Das war ein theoretisches Trainer-Programm in der Republik Moldau und eine praktische Ausbildung in Österreich in der Bauakademie Guntramsdorf in der Nähe von Wien. Da waren die Lehrer wie Auszubildende. Sie wurden unterrichtet. Und für uns war es wichtig, dass sie verstehen, wie man anders unterrichten kann, vor allem in den praktischen Unterrichtseinheiten. Sehr wichtig ist das auch, dass wir für die Erwachsenenbildung, für diese zwei Berufe, die ich erwähnt habe,
Curriculas erarbeitet haben. Diese Curriculas haben wir erarbeitet zusammen mit österreichischen und moldauischen Experten. Die Curriculas wurden vom Bildungsministerium genehmigt und gemäß diesen Curriculas arbeiten wir im Berufszentrum und gemäß diesen auf der Basis von diesen Curriculas wird das Center of Excellence in Construction auch ab dem nächsten Schuljahr arbeiten.